So, und da sind wir wieder zurück, hier direkt aus unserem kleinen Hof. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie an Asche rankommen. Wir haben ein paar Kühe, das ist gut. So, ich wollte noch ein bisschen beiseite fahren. Achso, warte mal. Wir holen mal so ein bisschen Mist, ne? Hat man nicht irgendwo... Ah ja, der Anhänger geht. Genau, den nehmen wir mit. Mhm. So. Und dann... packen wir den Mist zu... unseren Bäumen. Genau, dass die ein bisschen was bringen. Boah, soll ein bisschen Ertrag bringen. So. Und wir müssen auf jeden Fall noch ein paar Kühe kaufen. Ah, das geht so nicht. Musste man die hier planen oder wo war das? Ich glaube hier, ne? Hier vorne. Ah ja, sehr schön. So, aktuell sind es nur 15 Stück. 5.000 kostet einer, das ist ganz schön viel. Na, machen wir. Müssen wir eh neues Zeug ranfahren. Mhm. Ach du Schein, das lohnt sich ja gar nicht. Wie sieht denn das hier aus eigentlich? Zeig doch mal her. Mhm. Boah, die haben noch alles. Das ist okay. Müssen wir ein bisschen drauf achten, aber das geht noch. So, wo ist denn der große Traktor? Genau, da waren wir. Da waren wir ja so weit, dass wir jetzt gesagt haben: hey, wir fangen jetzt an. Genau, das ist alles okay. Warte kurz, ich muss ja näher weiter rauszoomen. Dass ich das hier vernünftig sehe, genau. Aber hier müssen wir aufpassen, ne? Die Bäume sind ziemlich nah dran. Ich hab's gesagt. Die Bäume sind ziemlich nah dran. Und trotzdem. Ah, so passt es. Da kommen wir dann vorbei. Sehr schön. Astrein. Naja, weil ich mache das hier, weil ich halt Ballen pressen will. Ne? Ja, ja. Ballen bringen ordentlich Knete und wir können sie gebrauchen. Und wir müssen auch nochmal gucken, dass wir ein bisschen Silage herstellen. Das heißt, wir werden auch Silageballen pressen. Genau. Ich weiß gar nicht, habe ich überhaupt was, um Silage zu pressen? Bin ich gerade echt am Überlegen, ne? Hm. Gute Frage, ehrlich gesagt. Dip, 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 dip. Na, ich hoffe, dass sich das hier mit dem Landwirtschaftssimulator so ein bisschen normalisiert oder wieder einkriegt, weil im Moment bin ich echt am Überlegen, wie viel Sinn das überhaupt noch macht. Ne? Anfangs hatten wir so Klickzahlen von so 30 bis 40 pro Tag. Das letzte Woche habe ich nur gesehen, so zum Ende der Woche hin waren die Klickzahlen pro Tag noch sogar unter 10. Ja. Und das, obwohl die Folge dann schon 2-3 Tage draußen war, wo ich mir auch dachte, okay, verstehe ich nicht.
Also wenn, ja, ich weiß nicht, wenn es da irgendwas gibt, so nach dem Motto, hey, ich fänd's cooler, wenn du halt das und das machen würdest. Ja gut, ich weiß ja nicht, was Landwirtschaft ist halt so, ne? Was will man denn da anders machen? Von daher bin ich gerne natürlich gegenüber Vorschlägen offen. Ja, also könnt ihr gerne mitteilen entsprechend. Immerhin soll es ja gefallen, es soll ja Spaß machen. Wobei ich sagen muss, mir macht es Spaß, ne? Also wir fahren ja rum, kümmern uns um unseren Acker, machen alles Mögliche. Es macht schon Laune. Wobei ich halt echt am Überlegen bin, ob wir wirklich für die zweite Staffel, falls ich denn eine machen sollte, ob wir da nicht dann doch irgendwie die Season Mod mit reinnehmen, ja. Ja, hätte auch den Vorteil, wenn wir dann in die zweite Staffel gehen, dann haben wir schon so ein paar Sachen vorbereitet. Haben vielleicht schon so ein bisschen das ein oder andere Standbein finanziell uns aufgebaut. Und dann wäre das nicht mehr so dramatisch, wenn dann der Wintereinbruch kommt und wir ja, praktisch dann gar nicht mehr so viel Einnahmen haben. Ja, naja, müssen wir mal gucken. Ein bisschen schwierig im Moment. So. Ah, Weihnachten steht ja vor der Tür und ich bin momentan überlegen, weil die Familie kommt halt wieder zu mir. Dann hierher entsprechend dann zum weihnachtlichen Essen, also zum Weihnachtsessen und sowas, kommt dann die ganze Family vorbei. Und da bin ich jetzt mittlerweile schon überlegen, was ich halt koche. Also normalerweise mache ich, oder die letzten Jahre hatten wir immer Geflügel, also ich kenne es eigentlich auch nur so, ne? Man isst dann irgendwas, Pute ist ja der Klassiker, wobei ich sagen muss, ne, Gans ist eigentlich der Klassiker. Wir nehmen aber eigentlich eher mal Pute, weil zum einen ist es magerer, ja, aber bei Gans hast du halt, ja, es ist nicht so viel dran, bei Pute ist halt schön viel dran, bei einer vernünftigen, und da gibt es meistens Ente, also Ente und Pute. Und jetzt dieses Jahr bin ich am überlegen, ob ich das vielleicht ein bisschen variiere, ob ich die Ente weglasse. Weil ich habe noch schönen Schweinefilet da. Ja, daraus könnte ich dann so Schweinemedaillons machen. Ob ich sage, okay, ich mache halt eine Pute zurecht und dazu dann halt als, ja, als zusätzliche Option oder Möglichkeit dann halt Schweinemedaillons. So schön mit so einem knusprigen Teigmantel entsprechend angebraten. Das hört sich schon lecker an. Ich glaube, das werde ich dieses Jahr mal so machen. Ja. Und dazu dann irgendwie so Mischgemüse und Rotkohl und Salzkartoffeln und so eine schöne dunkle Bratensoße. Yummy, yummy. Beziehungsweise wegen dem Geflügel natürlich auch eine helle Soße, ne? Ja. Da freue ich mich immer drauf. Ich mag das Essen zu Weihnachten immer so sehr. Das Problem finde ich bloß immer, also Hauptgang ist ja eigentlich immer relativ easy, ne? Aber was macht man immer als Dessert? Sollte man irgendwas Weihnachtliches machen? Das ist aber meistens so immer so eine Sache, schmeckt das dann wirklich? Weil das sind nicht immer so die sehr leckeren Sachen. Oder macht man einfach eine ganz, ganz normale Nachspeise, aber ganz normal, das kann man ja immer machen, das ist ja Weihnachten. Ich mache mir mal meinen schlauen Büchlein und hier im Internet gucke ich mal so ein bisschen nach Rezepten, glaube ich, nochmal so nach irgendwelchen Sachen für eine Nachspeise. Wir nähern uns der Vollendung. Genau. Wird aber auch Zeit, ne? Wenn man sich das hier reinzieht. Na, das dauert schon eine ganze Weile. Aber, na gut, okay, jetzt stell dir mal vor. Okay, das muss noch korrigiert werden, das geht so nicht.
Jetzt muss ich mich echt mal konzentrieren, ey. Vorsichtig. Ja, ich kann ja hier bei so einem großen Feld eigentlich so eine riesen Lücke lassen. Aber was ich aber sagen wollte, jetzt stell dir mal vor, wir würden das mit einem normalen Gerät machen. Da gehst du doch dann am Stock danach, oder? Da verzweifelt. Aber es ist doch so ein Handflug, ja. Schön mit so einem Ochsen vorne dran. Boah, sehr schön. Ja, so wie man das früher gemacht hat, ne? Ja. Deshalb, da war man dann ja wirklich jeden Tag, den ganzen Tag beschäftigt, um die Ernte, oder allgemein, um den Ackerbau zu machen. Na, schon krasse Zeiten gewesen damals. Nun gut, ich verabschiede mich, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, euer Mr. Zocker.